Hallo, The Blind Spectator vor euch am Mikrofon. Und wir sind hier bei einer spontanen React-Aufnahme von mir allein. Weil die GameStar hat ein Video veröffentlicht von Cyberpunk zu Ubisoft-Abgründen, die größten Shitstorms 2020. Und ich hatte da gerade schon kurz ein bisschen reingeguckt und es hat mich einfach interessiert. Und ich hatte Bock dazu, ein React zu machen. Vielleicht werde ich hin und wieder mal Reacts alleine einstreuen. Abgesehen von den üblichen Sonntags-Reacts, aber mal gucken, wie ich dazu komme. Und das hier ist auf jeden Fall das Erste, das geht 20 Minuten, also let's get ready to rumble, sag ich jetzt mal. Seien wir ehrlich, 2020 war Ups. nie das beste Jahr. Und neben allem, was in der Welt so passiert ist, wirken manche der Probleme im Gaming eigentlich recht Untertitel nebensächlich. gibt es leider Was natürlich nicht, auch nicht keine heißt, dass die automatisch Leute sich nicht generierten. drüber aufgeregt haben. Manchmal sogar völlig zu Recht. Manchmal aber vielleicht auch ein wenig zu Nein, sehr. Nicht, leider dass wohl ich meine nicht. Hände hier in Unschuld waschen will. Im Gegenteil. In diesem Video blicke ich zurück auf die fünf größten Gaming-Kontroversen 2020. Und ich fange direkt mal an mit einer, die mir so richtig auf den Keks ging. Ja, Platz 5 geht an Warcraft 3 Reforged. Blizzard hatte ja schon davor keine ganz so weiße Weste wie früher Ich mehr. bin froh, dass ich Spätestens seit, das Spiel naja, ausgelassen ihr habe. wisst schon. Hey, just was wondering, is this an out of season April Fool's joke? Das Aber war auf Warcraft so 3 krass Reforged hatte ich damals. mich Do trotzdem you not have gefreut. phones? Genauer gesagt, Dass hatte ich mich Blizzard auf sich der da BlizzCon wundert. 2018 damals sogar mit Warcraft 3 über den Nicht-April-Scherz hinweggetröstet. Ein Diablo-Mobile-Spiel. Aber Warcraft 3 Reforged. Aber ein Diablo-Mobile-Spiel. Aber Warcraft 3. Ja. Ach, ich weiß doch auch Leider hat's nicht. Oh, gefailt. sweet summer child. Aber es klang Ich einfach bin so froh, dass ich es gut. nicht Eins vorbestellt der besten hatte. Strategiespiele aller Kumpel von Zeiten. mir hat's Aufwendig vorbestellt. Hat's modernisiert mit bereut. völlig neuer Grafik und neuen Zwischensequenzen. Nur je näher der Release rückte, desto mehr wurde klar, ganz so aufwendig wird das gar nicht. Es ist halt so krass, wie diese Szene zum Beispiel ja gar nicht im Spiel vorhanden ist. Es ist so krass, was die sich da erlaubt haben. Das ist die Leute verarschen Im auf richtig Gegenteil, krassem diese Niveau. eindrucksvoll neu gebauten Story-Szenen aus der ersten Ankündigung hatte Blizzard einfach wieder gestrichen. Genau wie neue Story-Inhalte um Figuren wie Jaina oder Sylvanas. Und sogar alte Features. In manchen Punkten war Reforged tatsächlich schlechter als das Original. Allen voran gab es doch tatsächlich keine Multiplayer-Ranglisten mehr. Und auch sonst fehlten einige essentielle Funktionen in den Bereichen Multiplayer und Modding. Zwei Bereiche, in denen Warcraft 3 eigentlich immer ganz besonders herausragend war. Mehr noch, Reforged überschrieb den Original-Client. Also Das konnte ist man auch ohne geil, Tricks gar ja. nicht mehr zum alten Spiel zurück. Ach ja, und Dass Blizzard die einen schrieb auch dazu noch in die zwingen quasi. Nutzungsbedingungen, dass sie ab jetzt alle Rechte an Maps beanspruchen würden, die die Community erstellt. Das stand Wenn übrigens also schon bei nochmal StarCraft jemand 2 sowas im wie Editor Dota in drin. Warcraft 3 basteln würde, dann sollte diesmal bloß niemand außer Blizzard davon profitieren. Ich meine, das kann ich sogar irgendwo Aber der nachvollziehen, StarCraft aber 2 zusammen Editor mit war einem immer so den kaputt WarCraft gesparten Editor Release, unterlegen. rückte es Blizzard doch in Obwohl ein sehr neuer. geldgieriges Licht. So sehr, dass Warcraft 3 Reforged auf Metacritic tatsächlich den viertschlechtesten User-Score aller Zeiten Das einfuhr. ist hart. Was ist da sonst noch? Tom Clancy's The Division 2, Warlords of New York. Alter, keine Ahnung, warum das da so tief unten ist. Ich habe das nie gespielt, aber gut, The Division war allgemein so ein Ding, ne? Madden NFL Während 21. ironischerweise Diablo Immortal, das mir damals bei der Ankündigung viel schlimmer erschien, sogar ganz okay zu sein scheint. Nach Release von Warcraft 3 Okay Reforged für ein versprach Blizzard Handyspiel dann, vielleicht. zumindest ein paar der Kritikpunkte zu patchen, wenn auch nicht alle. Die coolen Cutscenes würden wir tatsächlich nie bekommen. Es würde bei diesen viel weniger imposanten Sequenzen bleiben. Angeblich, weil die Fans sich gewünscht hatten, dass man näher am Original bleibt. Ja, sicher doch, ne? Klar. Aber zumindest fehlende Features wie die Ranglisten sollten nachfolgen. Das war im Februar 2020. Und wir warten immer noch. Ja, Geld wurde Dann muss ich das gemacht. als Hochverrat ansehen. Noch deutlich heißer ersehnt als Warcraft 3 Reforged war The Last of Us Part 2. Und entsprechend noch größer war der Aufruhr, als doch tatsächlich Schlüsselstellen der Story vor Release ins Netz leakten. Keine Ah, Sorge, auch ich hart, zeige ja. euch die hier nicht, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Aber damals war Will ich auch plötzlich gar nicht niemand mehr davor spielen. sicher, in irgendwelchen zufälligen YouTube- oder Reddit-Kommentaren totgespoilert zu werden. Blöd für die Fans und auch die Entwickler, die so lange an der Story geschraubt hatten
und jetzt zusehen mussten, wie manche Spieler sie in Bruchstücken ohne jeden Kontext erlebten. Creative Director Neil Druckmann nannte es einen der schlimmsten Tage in seinem Leben. And then you just sit there and you're like, your fucking heart sinks. And you're like, it's out there. It's only a matter of time before it blows up. And you're just waiting. And it's like a few hours later, it's everywhere. And you're starting to get hate on every social media you're on. And soon that turns into death threats and anti-Semitic remarks and like just craziness I could have never anticipated. Zumal die Leute nicht nur wegen der Spoiler an sich wütend waren, sondern auch ganz konkret deswegen, was darin passiert. Mhm. Denn die Story geht in eine, sagen wir mal, ziemlich mutige Richtung. Und vor allem eine Richtung, die schlichtweg abstoßend wirkt, wenn ihr nur die größten Schockmomente in ein paar Clips auf YouTube erlebt. Spielt man das ganze Spiel, so entfaltet sich hinter diesen Schockmomenten deutlich mehr. Wir waren von der Story als Gesamtkunstwerk absolut begeistert und tief berührt. Aber der erste Zorn war verständlich und sogar von den Entwicklern beabsichtigt. Die hatten halt nur nicht damit gerechnet, dass die Fans die Story zum ersten Mal in Form von Online-Spoilern erleben würden. Und der Fairness halber hatten sie die Spieler auch teils bewusst an der Nase rumgeführt. Zum Beispiel mit Trailer-Szenen, die so gar nicht im fertigen Spiel stattfinden. Aber manche Kritik ging trotzdem viel zu weit. Laura Bailey, die Sprecherin von Abby, um die sich der meiste Zorn drehte, musste auf Twitter bergeweise Todesdrohungen gegen sich und ihre Familie aushalten, weil Leute irgendwie nicht kapieren, dass sie nicht die gleiche Person wie ihr Charakter im Spiel ist. Das finde ich halt echt krass, dass die Leute so dumm sind. Das ist doch nur die Sprecherin. Oder von mir aus hat sie auch noch, ich weiß nicht, ob die das mitgeschauspielert hat oder so, keine Ahnung, ob das dann mit gemotion captured wurde, ich weiß es nicht. Aber die Leute sind ja so grenzdebil. Also wirklich, du kannst ja echt mit dem Spiel nicht einverstanden sein. Aber zum einen Unbekannten dann, also Leute, die gar nicht direkt daran beteiligt sind, quasi damit drohen, die ist ja nicht dafür zuständig, was da drin passiert. Und Punkt zwei, selbst diejenigen, die zuständig ist, sollte man deswegen nicht drohen. Dann ist, gefällt's dir halt nicht. Dann geh dich ficken. Danke. Was soll man dazu noch sagen? Außerdem schien im Review-Bombing auf Metacritic in vielen der beliebtesten Bewertungen auch noch durch, dass zumindest manche der Fans sich an der, Zitat, erzwungenen Ideologie des Spiels störten, weil Abby eine muskulöse Frau ist und Lev transgender. Wozu ich nur sagen kann, die bloße Gegenwart solcher Figuren ist keine politische Aussage. Das sind einfach normale Menschen. Da kann man vielleicht auch nachvollziehen, dass die... Das wäre halt schon witzig, wenn dann so eine richtige Muskelfrau kommen würde, so die, die halt auch Gewicht stemmen und dann einfach so einen Typen, der das schreibt, einfach auf die Fresse hauen. Wäre wahrscheinlich für die kein Problem. Auch wenn Joel-Sprecher Troy Baker doch etwas albern wirkte, als er auf einen simplen Tweet des Journalisten Jason Schreier, dass Videospiele zu lang geworden sind, mit einem inbrünstigen Zitat von US-Präsident Theodore Roosevelt über die Wertlosigkeit von Kritikern reagierte. Es ist nicht der Kritiker, der zählt. Nicht der Mann, der uns zeigt, wo der starke Mann stolpert oder wo der Tour von Taten sie hätte besser tun können. Der Ruhm gebührt dem Mann, der tatsächlich in der Arena steht. Okay. Unterm Strich nahm das Jahr für The Last of Us Part 2 dann aber doch ein Happy End. Bei den Game Awards räumte das Spiel gnadenlos ab und gewann unter anderem den Preis für das Spiel des Jahres. Wobei auch diese Entscheidung ihre Kritiker hatte. Um das Spiel rankten sich viele Vorwürfe, dass es mit gnadenlosem Crunch auf Kosten der Entwickler veröffentlicht wurde. Und der Preis der Game Awards wurde von einigen als Zustimmung für solche harten Arbeitsbedingungen gewertet. Überhaupt kein Happy End nahm ist das ja immer Jahr die Frage, viele, was davon wirklich stimmt, was Hardware bekannt ist, ne? Wollten. Denn dafür gab's einfach zu wenig. Mhm. Dabei war 2020 eigentlich eins der besten Hardware-Jahre seit langem. Play has no limits ist halt so ein ungeschickt gewähltes... Konsolenspieler konnten sich über starke Next-Gen-Geräte freuen, wenn auch nur mit begrenzter Zahl an Launch-Titeln. Und PC-Spieler bekamen mit den Nvidia 3000er-Karten, Ryzen 5000 und Big Navi eine großartige Auswahl an starker Hardware zu guten Preisen. Mhm. Also in der Theorie. Ja. Die Praxis sah unter anderem wegen der weltweiten Pandemie ganz anders aus. Die neue Hardware konnte einfach nicht in ausreichend großen Stückzahlen produziert werden. Fast jedes neue Item war schon kurz nach Launch weltweit vergriffen. Und blieb es dann meistens auch. Gut, bei Grafikkarten hat man ja auch immer den zusätzlichen Faktor, sowas wird ja auch, glaube ich, zum Bitcoin-Minen benutzt. Etwa das Vorbestellungsfenster für die PlayStation 5 vorab anzukündigen.
we'll let you know when pre-order will happen. We will let you know. It's not going to happen with a minute's notice. We're going to, at some point, let you know when you can pre-order a PlayStation 5. Was sie damit meinten war, sie haben es erst in der gleichen Nacht angekündigt. Und zwar spät abends. Und dann ging es auch schon los. Jack war schnell genug. Die Fans hatten gar nicht die Chance, sich überhaupt um eine PS5 zu bemühen, bevor sie auch schon wieder ausverkauft war. Die weiteren Vorbestellerwellen litten ebenfalls unter jeder Menge Probleme, wie schlechter Kommunikation und Händlerwebseiten, die einfach zusammenbrachen. AMD wollte manchmal es ist aber besser auch machen. Besser, die Firma versprach wenn man nach gar dem nicht Verfügbarkeitsproblem der neuen Nvidia-Karten voll. Manchmal ist aber auch besser, wenn man gar nicht die erste Generation der Konsole bestellt, sondern ein bisschen die wartet. Navi kann man sich leichter kaufen. Aber am Ende waren die Karten fast genauso schwer zu kriegen. Und selbst wenn man mal erfolgreich eine Order platzieren konnte, musste das noch nichts heißen. Es konnte immer noch kurz darauf eine Mail vom Händler eintrudeln, dass die PS5 doch wieder storniert wurde oder die Xbox leider nicht zum Release im Haus landen wird. Die größte Wut zogen aber die sogenannten Scalper auf sich. Also Händler, die Hardware horten, um sie dann zu horrenden Preisen weiter zu verschaffen. Mhm. Kurz nach der verbockten Pre-Order-Phase konntet ihr etwa eine PS5 auf eBay kriegen. Für läppische 4.000 Euro. Aber was auch Grafik. Ich meine, das ist die behinderte Arschloch-Methode von den Händlern. Natürlich. Das gehört verboten. Ich glaube, das ist sogar verboten. Aber die Leute, die das dann kaufen, sind genauso zum Teil mitschuld. Weil kauf das Ding dann nicht für 4.000 Euro. Kauf es auch nicht für 500 Euro oder so. Also, wie viel kostet die PlayStation? Ich weiß es nicht. Vielleicht kostet sie sogar 500 Euro. Aber kauf es nicht für mehr, als es eigentlich sein sollte. Weil dann unterstützt man die ganze Scheiße auch nur noch. Und klar, es gibt immer irgendwelche Deppen, die es halt dann leider irgendwie doch kaufen werden. Aber von daher kann man eigentlich auch, kann man es auch sein lassen, so zu argumentieren. Aber es ist natürlich schon ein Kreislauf, der dann deswegen immer stattfindet. Weil es halt funktioniert, wird's gemacht. Ne? Karten und CPUs macht es nicht. Noch im Netz, wenn man bereit ist, ein wenig mehr dafür auf den Tisch zu legen. Meinen Hut ziehen muss ich dann aber doch vor den dreistesten Scalpern, die auf eBay eine PlayStation 5 Originalverpackung anbieten und damit tatsächlich nur die Verpackung meinen. Was wirkt wie Betrug, aber streng genommen keiner ist. Und so teuflisch, dass ich nicht anders kann, als es doch irgendwie zu respektieren. Wobei, wenn ich sehe, dass irgendwelche armen Schweine tatsächlich hunderte Euro dafür bieten, liebe eBay-Verkäufer, lasst sowas doch einfach sein. Ihr Säcke. Das ist es halt. Das nächste direkt, ne? Weil, ja, der hat sogar in der Beschreibung stehen, dass es nur die Verpackung ist. Sogar oben steht es eigentlich nochmal, ne? Zum einen kannst du dir dann aber das Disc Edition schon mal sparen, sondern wenn dann PlayStation 5 Originalkarton. Vor allem, wie kann der Originalkarton original verpackt sein, wenn du aber die Konsole rausgenommen hast? Auch das ist irgendwie fishy. Ich meine, dann ist ja nicht mehr eingeschweißt. Dann ist auch nicht mehr das Siegel drauf, ihr wisst schon. Dann ist es eigentlich auch nicht mehr original verpackt, möchte ich an der Stelle sagen. Nur weil der Umkarton noch existiert, heißt es nicht, dass original verpackt ist. Original verpackt ist quasi auch eingeschweißt oder versiegelt oder welcher Mechanismus da auch immer dabei ist, ne? Und die setzen halt darauf, dass Leute das nicht lesen. Auch das ist nicht in Ordnung. Klar, die Leute sind dumm, wenn sie es nicht lesen. Aber das heißt ja nicht, dass du deswegen sagen kannst, ja, dann ist ja alles gut, weil die dumm sind. Nein, es ist nicht. Auf Platz 2 landet ein Spiel, das wohl die wenigsten vor Release je auf so einer Liste erwartet hätten. Cyberpunk 2077. Sony mag sich mit seiner Vorbestellerphase in die Nesseln gesetzt haben, aber das ist nichts gegen die Konsolenvorbestellungen von Cyberpunk. Aber fangen wir mal am Anfang an, denn CD Projekt Red hat dieses Jahr einige Male für Furore gesorgt. Los ging's mit den Verschiebungen. Cyberpunk 2077 sollte eigentlich am 16. April erscheinen. Dann am 17. September, dann doch erst am 19. November und schließlich wurde es sogar nochmal verschoben auf den 10. Dezember. Und vielleicht hätten sie es nochmal verschieben sollen. Inzwischen dürfte so mancher Twitter-User eine regelrechte Phobie vor der Farbe Gelb haben. Und ja, die Spieler so mit der Karotte vor der Nase durchs Jahr zu schleifen, ist irgendwie doof. Vor allem, weil der Release-Zustand des Spiels auf Konsolen später nahelegte, dass lange absehbar war, dass die früheren Release-Termine alle nicht haltbar waren.
und das Spiel eigentlich sogar direkt auf 2021 hätte verschoben werden sollen. Dass die letzte Verschiebung direkt nach einem Versprechen kam, dass es jetzt garantiert keine mehr geben wird, war auch nicht gerade ein Glücksgriff. Aber prinzipiell sind Spieleverschiebungen nicht unbedingt was Schlechtes und immer besser, als ein unfertiges Produkt zu veröffentlichen. In keinem Fall sind sie ein Grund, die Entwickler auf Twitter mit Todesdrohungen zu bombardieren. Ja. Aber wie wir ja schon bei The Last of Us 2 gesehen haben, kassiert man die ja heutzutage wohl wirklich für jeden Mist. Ja, das ist heutzutage einfach das... Was ist kaputt mit den Leuten? Das, wie Hallo sagen. Echt schon genug um die Ohren. Denn wo die Studiochefs von CD Projekt Red noch 2019 gegenüber Jason Schreier versprochen hatten, dass Cyberpunk ohne Crunch, also ohne brutale Überstunden entwickelt werden würde, enthüllte Schreier im September 2020, dass sie jetzt verpflichtende Samstagsarbeit angeordnet hatten. Auf Twitter merkte Studiokopf Adam Badowski dazu an, die Mehrheit des Teams verstehe diese Maßnahme, aber Schreier konterte mit anonymen Quellen, dass die Mitarbeiter gar nicht gefragt wurden. Wer da recht hat, lässt sich nicht sicher sagen. Aber in jedem Fall hatten CD Projekt Red ihr öffentliches Versprechen gebrochen, auf Crunch zu verzichten. Gegenüber Investoren behauptete einer der CEOs daraufhin, der Crunch sei gar nicht so schlimm. Aber Schreier setzte dem schon wieder eine interne Mail entgegen, in der sich Adam Badowski bei den Partnern der Entwickler entschuldigte, weil die so schwer crunchen würden, dass sie, Zitat, nicht an der Heimatfront teilnehmen können. Woraufhin der CEO sich auch direkt bei den Mitarbeitern für seine Bemerkungen entschuldigte. Und dann kam das Ding endlich raus. Und es war klasse. Ein fesselndes Rollenspiel mit großartigen Charakteren und fantastischer Atmosphäre. Aber halt nur auf dem PC. Auf PS4 und Xbox One. Ich möchte an der Stelle aber einschränken. Es ist schon sehr verbuggt. Ich habe es tatsächlich inzwischen auch gespielt. Ich habe die Story noch nicht durch. Ich bin bei 30 Stunden oder so und ich habe die Story noch nicht mal im Ansatz durch, weil ich einfach, das hat so eine Map, ne, da sind Punkte drauf, die kannst du abarbeiten, dann sind die Punkte weg und das funktioniert bei mir. Da funktioniere ich. Und darum habe ich schon sehr, sehr viel das Spiel gespielt und bin in der Story kein bisschen weit. Und das Spiel hat wirklich, wirklich, wirklich einige Bugs. Allerdings, mich persönlich stören die gar nicht mal so sehr, weil ich habe Skyrim gespielt, ich habe Skyrim sehr, sehr viel gespielt, ich habe Skyrim sehr, sehr viel Mods sehr, sehr viel gespielt und da ist dann alles verbuggt. Man gewöhnt sich daran. Irgendwann sind Spiele immer so. Das habe ich auch bei Cyberpunk, aber andere Leute stört's und das verstehe ich dann auch. Sah es so aus. Massive Grafikabstriche und trotzdem noch Framerate-Einbrüche, Grafikfehler, Quest. Das habe ich tatsächlich auch gerne mal, dass es so aussieht wie hier gerade. Ne? Allerdings regelt sich das dann mit der Zeit. Ich muss nur ein bisschen rumstehen und dann wird es wieder normal. Ne? Aber diese PlayStation 2-Charaktermodelle quasi. Oder 3. Was doppelt schwer wog, weil CD Projekt die Konsolenversion absichtlich zurückgehalten hatte und sie weder vorab an Tester noch Spieler rausgab. Mhm. Man musste sie also blind kaufen. Allerdings wichtig auch sagen, ich weiß, ich pausiere schon wieder und wir sind echt schon gut dabei, aber wenn ich was zu sagen habe, habe ich halt was zu sagen. Grafik, das war eigentlich absehbar, dass es auf den Konsolen nicht so geil laufen wird, weil man hat ja gesehen, wie es auf dem PC aussehen wird und dass die Konsolen das wahrscheinlich nicht mal im Ansatz leisten können, war eigentlich klar. Und klar kann man sagen, Witcher haben sie ja auch so halbwegs gepackt auf den Konsolen, aber Witcher ist auch nicht ganz so belebt wie Cyberpunk. In der Konferenz gaben die Studiochefs als offiziellen Grund an, dass man bis zuletzt daran schraubte und ernsthaft glaubte, die Probleme mit dem Day-One-Patch in den Griff zu kriegen. Das könnte stimmen. Es könnte aber genauso ein böswilliges Täuschungsmanöver gewesen sein. Boah, das sieht halt letztlich echt... Letztlich zählt nur das Ergebnis. Wer CD Projekt Reds Versprechen... Heilige traut, Scheiße, ich habe nie gesehen, wie das auf der Konsole aussieht, aber... ...überraschend gut laufen würde... Der wurde mit einer absolut katastrophalen Version des Spiels bestraft. Zu diesen Gelackmeierten scheinen übrigens sogar Sony und Microsoft selbst zu gehören. Die winkten Cyberpunk wohl durch ihren Zertifizierungsprozess, weil auch sie das Versprechen glaubten, die Entwickler würden die Probleme zum Release noch fixen. Als klar wurde, dass das nicht der Fall war, fackelte Sony nicht lange und schmiss das Spiel kurzerhand aus dem PlayStation Store. Ein unrühmliches Schicksal für das wohl am heißesten erwartete Spiel des Jahrzehnts. Nun steckt hinter diesen Problemen, wie gesagt, ein tolles Spiel. Auch wenn es nicht alle Versprechen seines Hypes erfüllen konnte. Die Open World ist etwa längst nicht so lebendig und reaktiv, wie erhofft und wie manche Trailer es klingen ließen. Aber Story, Charaktere und Gameplay-Freiheit sind Spitzenklasse. Aber du, Maurice, du bist doch bei der GameStar. Du hattest doch schon vorher ab Version spielen können und alles, ne?
Ich meine, vielen anderen Menschen blieb genau das verwehrt. Vielen anderen Menschen hatten auch nie was anderes gesehen als überhaupt nur Trailer-Material oder sonst was. Und dann vielleicht vorgefertigte Versionen, die man bei der Gamescom gesehen hat. Aber anderen Menschen müsste es doch eigentlich schon vorher aufgefallen sein, oder? Dass es potenziell nicht ganz so belebt ist, wie man meinen sollte. Auch wenn ich persönlich finde, das ist eigentlich nicht so das hauptsächliche Problem. Was mich allgemein so ein bisschen gestört hat, ist zum einen, also so wirklich, ich habe mich mit Witcher nie anfreunden können. Und Witcher hat ja krasse Story-Nebenmissionen. Und da dachte ich, das hat das Spiel dann wahrscheinlich auch, aber irgendwie habe ich noch keine davon gefunden. Und was auch, aber das stört mich nicht mal so sehr, ne, weil das ist okay für mich. Und eigentlich dachte ich, dieses Spiel würde Rollenspielelemente haben, aber so wirkliche Rollenspielelemente hat es eigentlich, hätte ich gesagt, nicht. Also nicht mehr als Skyrim auch zum Beispiel. CD Projekt Red hat nur einiges an Arbeit vor sich, bis die auf der Konsole auch und glänzen. Es hieß ja eigentlich, es soll tiefergehende Rollenspielelemente haben. Der einzige Entwickler, der sich noch wirklich um seine Kunden schert, der ist jetzt auch erstmal ordentlich angeknackst. Schrotflinte laufe ich aber auch die ganze Zeit rum, die macht Spaß. Nun fragt ihr euch vielleicht, welche Kontroverse könnte denn Cyberpunk noch toppen? Und tatsächlich war das wohl der größte Aufreger des Jahres, aber meiner Meinung nach nicht der schlimmste. Das soll jetzt wirklich keine Moralpredigt von der Hohen Kanzel sein, aber seien wir mal ehrlich, viele Punkte auf dieser Liste waren eigentlich gar nicht so schlimm. Also im kosmischen Sinne. Ja, ich habe mich über Warcraft 3 Reforged richtig aufgeregt, aber unterm Strich war es halt ein schlechtes Spiel. War nicht das erste und wird nicht das letzte sein. Aber es war ein schlechtes Spiel aus dem Guten. Mich eingeschlossen, müssen bis 2021 auf ihre PS5 warten. Aber auch das werden wir überleben. Was für mich der gravierendste Aufreger des Jahres war, ist, wie diese Industrie manchmal die Menschen darin behandelt. Das zog sich ja schon durch die bisherigen Punkte. Verpflichtender Crunch und Todesdrohungen für jeden Spielemacher, der dem Twitter-Volk nicht gefällt. Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Und 2020 hieß der Eisberg Ubisoft. Auf Twitter und gegenüber Journalisten wie Schreier zeichneten zahlreiche Mitarbeiter, vor allem Frauen, das Bild eines ekelhaften und schlichtweg bizarren Arbeitsumfeldes. Serge Hascoe, der führende kreative Kopf hinter allen Ubisoft-Spielen der letzten Jahre, scheint zum Beispiel komplett irre zu sein. Er war in der Firma dafür bekannt, Frauen anzuknurren wie ein Hund und in Meetings seinen Kopf auf den Tisch zu hämmern, wenn ihm langweilig wurde. Einmal soll er eine Kollegin im Aufzug in die Enge getrieben und sich stöhnend gegen sie gerieben haben. Unter seinen Kollegen soll dieses Verhalten gar so weit verbreitet gewesen sein, dass es ihr Markenzeichen wurde. Bitte was? Über eine andere Kollegin soll er sich mal ereifert haben, dass diese, Zitat, schlecht gefickte Frau seine Kreativität behindert und man ihren Geist mal mit einem starken Arschfick erweitern sollte. Ich sollte da nicht lachen, tut mir leid. Er mal in Stripclubs, wo er Kollegen drängte, sich zu besaufen, bis ihnen schlecht wurde. Der Typ ist ein Wichser offensichtlich. Und das war der Mann hinter der Ubisoft-Formel. Der Mann, der mit einem Wort jedes Ubisoft-Spiel einstellen oder komplett umkrempeln konnte. Aber das Problem war viel größer als ein Mann. Von nie endenden anzüglichen Bemerkungen über unerwünschte Massagen vom Chef bis hin zum Creative Director, der eine Kollegin auf einer Party gewürgt haben soll, die schiere Menge an Enthüllungen würde jedes Video sprengen. Ich muss echt sagen, also zum einen habe ich das nicht mitgekriegt, zum anderen habe ich mitgekriegt, dass es halt vor kurzem mal in der E-Sport-Szene wohl war und, ne? Also immer mal wieder kommt sowas hoch und man fragt sich halt echt, vor allem das Ding ist, dann sind es halt oft nicht so einzelne Leute oder ein einzelner Typ, wo man sagt, okay, der ist Behindron, ne? Sondern das ist dann halt echt, das sind dann immer viele. Ich meine, das war ja auch so mit Harvey Weinstein, hieß er, oder? Ne? Als der aufgeflogen ist, dann waren ja trotz allem noch ein Haufen mehr, die auch behindert waren. Frauen sind auf jeden Fall schöne Geschöpfe, das verstehe ich. Aber man muss ja nicht, nicht weil ich bin so pervers. Leute, arbeitet an euch. What the fuck ist falsch mit euch? Ich meine, man kann eine Frau doch einfach ganz normal behandeln, oder? Wie ein Mensch halt.
Ich meine, ich hasse so ziemlich alle Menschen. Darum behandle ich so ziemlich alle Menschen scheiße. Das ist ja okay. Das ist gleichberechtigt, Leute. Aber nicht Refrain, so, aber nicht so scheiße. Zog, auf andere Art und Weise scheiße. Ich bin halt unfreundlich. Oder sogar körperliche Übergriffe, und beides fand alarmierend oft statt, wurden von der Firma fast nie geahndet. Haskue galt als enger Freund von CEO Yves Gilmour und damit als unantastbar. Und ja, auch sonst liefen Meldungen der Opfer meist ins Leere. Und auch in den Spielen durften Frauen nie die erste Geige spielen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass in Assassin's Creed Origins eigentlich Bayeks Frau Aya die Hauptfigur werden sollte und Cassandra die einzige Spielfigur in Odyssey? Aber die Führungsriege beharrte darauf, dass die Hauptfigur ein heterosexueller, weißer Alpha-Mann sein sollte. Unterstrichen mit rotem Marker und Fußstampfen. Letztendlich war Haskue selbst aber dann doch kein so unverwundbarer Alpha-Mann wie gedacht. Nachdem die Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gelangten, versprach Yves Gilmour tiefgreifende Änderungen und mehrere Führungskräfte, darunter Haskue, mussten ihren Hut nehmen. Ob es nun tatsächlich besser wird und ob Gilmour als CEO wirklich so unwissend war, wie er behauptet, das wird sich noch zeigen. Das sind immer alle. Aber immerhin gab es für einige der Verantwortlichen Konsequenzen und diese Dinge gelangten mal ans Tageslicht. Das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt. Und der erfolgte 2020 nicht nur bei Ubisoft. Auch zahlreiche Twitch-Streamerinnen teilten Geschichten über Streamer und Manager, die sexuell übergriffig wurden. Zum Beispiel Pro Syndicate, der gleiche Typ, der schon mit seiner betrügerischen Counter-Strike-Glücksspiel-Webseite Schlagzeilen machte. Und die Overwatch-Community-Entwicklerin und ehemalige Streamerin Molly Fender Ayala beschuldigte den Chef einer großen Streaming-Agentur, dass er sie zu einem Dreier mit seiner Frau überreden wollte, indem er ihr einredete, dass man als Frau nur so in der Branche weiterkommt. Das Richtige tun, wie er es ausdrückt. Alter, man kann ja gerne eine Frau zu einem Dreier einladen. Aber sagt der doch nicht, dass es das Einzige ist, mit dem sie was erreichen kann. Sagt, wir sind geile Swinger und hätten gern Dreier, hast du Bock? Das wäre noch okay. Gut, sollte man vielleicht auch nicht so öffentlich auf der Straße. Sollte man sich schon vorher kennen und vielleicht auch damit auseinandersetzen, ob diese Person überhaupt diese Interessen vertreten könnte. Aber, also. Und auch Twitch selbst geriet in die Kritik. Mehrere Mitarbeiter warfen der Firma vor, über die Jahre ein toxisches und frauenfeindliches Arbeitsumfeld kultiviert zu haben. Je mehr Opfer sich trauten, ihre Geschichten öffentlich zu machen, desto mehr folgten nach. Unter anderem wurden von mehreren Frauen schwere Vorwürfe gegen Rollenspielguru Chris Avellone und ein Mitglied von Method, einer der weltweit bekanntesten WoW-Gilden, laut. Avellone verlor daraufhin Jobs bei mehreren Entwicklern wie Dying Light 2-Macher Techland und Method implodierte komplett, auch wenn die Gilde jetzt gerade mit neuem Team ein Comeback versucht. Unterm Strich war 2020 also ein Jahr, in dem hier ein Damm brach und viele Menschen sich zum ersten Mal trauten, mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist immerhin was Gutes. Und es hat mich wütend gemacht, aufgeregt eben, all diese Dinge über Firmen und Entwickler zu hören, die ich bislang geschätzt habe. Aber es ist wichtig, dass sie nicht mehr wie früher unter den Teppich gekehrt werden. Mhm. Vielleicht kann das ja tatsächlich zu positiver Veränderung führen. Und wir müssen uns nächstes Jahr zumindest etwas weniger aufregen. Das wäre auf jeden Fall toll. Ich möchte nochmal sagen, Leute, behandelt Frauen doch einfach mit Respekt. Ich finde es halt vor allem sehr faszinierend, dass das, weißt du, wenn das jetzt ein Typ ist, der ist 70, dann ist es auch nicht okay, wenn der das macht. Allerdings könnte man dann noch argumentieren, der kommt aus einer anderen Zeit. Bei denen war das damals so. Das macht es nicht in Ordnung, möchte ich an der Stelle sagen. Aber natürlich ist es vielleicht für so jemanden schlecht, oder schwer, sich das umzudenken, alte Dinge abzulegen. Aber das sind ja zum Teil, nicht alle. Der CEO da war offensichtlich ziemlich alt. Aber gerade so Entwickler oder auch von diesen Leuten von Twitch oder auch von dieser WoW-Gilde von mir aus, da sind das eigentlich Leute, da rechne ich, die sind so in meinem Alter bis zu 10 Jahre älter vielleicht oder so. Ne? Und eigentlich oder potenziell jünger auch. Da war auch sowas mit, ich habe früher sehr viel Dota E-Sport angeguckt, ne, und da war Tobi Wan ein Caster und bei dem war dann auch sowas in der Richtung, also es war ein bisschen anders, aber war halt auch in Richtung Sexismus, was dann plötzlich rauskam, der ist jetzt als Caster auch zurückgetreten und alles und
Es sind halt wirklich Leute, also der ist wahrscheinlich in meinem Alter oder 3 Jahre älter oder so. Und es sind Leute, wo ich mir denke, also ich bin nicht so erzogen worden. Ich kenne es nicht, dass man Frauen wie Schmutz behandelt. Ich meine, klar, ich spiele auch was wie Senran Kagura oder so. Weißt du, das kann ich vielleicht auch nicht entschuldigen oder sonst was. Ich kann sagen, ich finde, dass die Mädchen da durchaus Persönlichkeit haben und ich schätze das. Ich schätze weibliche Charakter tatsächlich. Ich spiele auch immer einen weiblichen Charakter und so. Also ich mache das wirklich gern. Leidenschaftlich tatsächlich. Und zwar nicht, weil ich nur ein Perverser bin, sondern einfach, weil ein Typ bin ich selbst. Warum sollte ich einen Typ spielen? Und es ist halt wirklich krass, dass da Leute sind, wo ich mir denke, die sollten es besser wissen, die sollten vernünftiger sein und dann passiert aber sowas. Man kann immer argumentieren, dass es vielleicht, ja, wir sind dann in Gaming-Bereichen und so, da sind ja Menschen, die sind vielleicht nicht so, was Frauen angeht, mega aufgeschlossen oder so, allerdings entschuldigt das halt immer noch nichts. Das rechtfertigt nichts. Und selbst wenn es so wäre, dann ist es trotz allem deswegen nicht in Ordnung. Aber möchte ich an der Stelle mal sagen, zum einen, schaut bei der GameStar vorbei, das war hier ein sehr guter Beitrag, hat mir sehr gut gefallen. Die Zeit war jetzt gut genutzt. Ich habe jetzt auch gut noch selbst ausgefüllt. Also denke ich, Eigenbeitrag auch mitgeleistet. Toll. Und es ist immer wichtig, dass über sowas aufgeklärt wird. Seid nicht so, seid keine Idioten, schickt keine Todesdrohungen. Behandelt Frauen mit Respekt. Behandelt Typen mit Respekt. Behandelt alle mit Respekt und hasst alle gleichermaßen, so wie ich auch. Und dann läuft er da. Dann kommt ihr besser durchs Leben, andere Menschen kommen auch besser durchs Leben und dann ist alles gut. Ja? Toller Artikel, schaut bei der GameStar vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es mal wieder ein Raid gibt. Bis dahin, haut rein. Abo. Video. Video.